Und solange du mich hier vertrittst, nichts anfassen, ist das klar? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, der noch ein bisschen verschlafen eigentlich aussieht. Ich bin jetzt eben erst aufgestanden, habe das Sonntagsvideo gemacht, bin jetzt aber einfach mal sitzen geblieben. Ja, und der Kollege, den ihr eben gesehen habt, da gab es mal wieder so ein bisschen Supercell-Merch, fand ich sehr, sehr schick. Und ihr seht das hier, das Ding ist ganz schön groß. Ich glaube, das ist so ein, Kissen. Also das ist der Riese aus dem gleichnamigen Comic Clash Orama oder Arama heißt es, glaube ich. Der wurde auch in so einem wirklich schönen, in so einem wirklich schönen, ja, so eine Sacktasche geliefert, wo auch nochmal drauf steht Clash Arama. Are you ready to clash? Ja. Also wirklich schönes Ding hier, wurde in schon einen schönen Beutel geliefert, beziehungsweise man konnte sich mal wieder, ich will nicht sagen, so ein bisschen was aussuchen. Ansonsten habe ich Figuren von Clash Royale leider genommen, die Prinzess und den Babydrachen, könnte jetzt neidisch drauf sein, auf die beiden Sachen. Ich habe es versäumt, mir den Hog Rider zu holen, ist aber nicht so schlimm. Worum geht es eigentlich? Ja, nicht hinschauen. Ich hatte ja gesagt, zwischen den Preview-Videos, die es so gibt, wollte ich, beziehungsweise den Sneaks, den es so gibt, wollte ich auf jeden Fall einen Clankrieg festgehalten haben, wo ich nicht hingeguckt habe. Wir gehen mal rein. Es war dieser hier. Der war ultra knapp, 43-42. Also wir haben den noch gewonnen. Man muss dazu sagen, dass zu Anfang des Clankrieges hier der Clan so ein bisschen, also jetzt nicht unser Clan oder deren Clan, sondern eher unser Clan, so ein bisschen schon, ja, wie soll man sagen, wenn der Gegner gleich so fette Sterne holt, dann bist du erstmal so ein bisschen so, boah, ja, Alter, was machen die denn mit uns? Die nehmen uns ja sowas von auseinander. Und so war es auch so ein bisschen. Aber mit sehr, sehr coolen Taktiken, muss ich sagen. Mein Kaffee steht immer so weit weg. Aber mit sehr, sehr coolen Taktiken, muss ich sagen. Und dann resigniert man schon mal gleich zu Anfang, so nach dem Motto, oh, das werden wir ja nicht gewinnen, wenn die schon so hoch hier die Sterne holen. Ihr seht das hier, 5-4, 100%. Dann, wir gehen mal in die höheren Bereiche. Die unteren sind sicherlich auch interessant. Je mehr Angriffe die unteren Bases auf sich ziehen, desto weniger Angriffe hat der Gegner natürlich. Aber ihr seht das auch, 5-5 auf mich hier, auf Herr Avatar. Auch mit 100% und echt gute Strategien, kann ich euch sagen. Fand ich sehr, sehr gut. Und 4-7, ja, und auch 2-1. Also, die haben gleich richtig, richtig reingehauen hier zu Anfang. Aber wir haben dann gut zurückgeschlagen. Ihr seht das hier. Ja, Nummer 1 auf Nummer 1. Der Toto hat es hier gemacht. Den zeige ich euch aber nicht, denn den habe ich ja gesehen. Also mit 100% haben wir auf jeden Fall schon mal oben mehr Prozente gehabt. Aber dann kam halt, kamen wir immer näher ran. Und die letzten, ich glaube, 4 Angriffe habe ich nicht gesehen. Denn es gibt Sachen, ich zeige euch ruhig den Dip hier. Es gibt Sachen, die, da gucke ich dann nicht hin. Und das ist meistens so, wenn so ein Clankrieg ganz, ganz am Ende so ultra knapp wird. Und deine Leute greifen an oder auch der Gegner greift an und ich will es gar nicht sehen, wie der das macht. Sondern ich will dann, halt dann die Füße still, zieh mir die Kapuze tief ins Gesicht und ich guck dann nicht hin. Also ich, erst wenn der Kampf vorbei ist, sehe ich dann vielleicht noch einen Stern fliegen auf der Karte oder so. Aber die letzten 4 Angriffe hier habe ich nicht gesehen. Die gucke ich jetzt ganz exklusiv mit euch. Ich meine, den habe ich natürlich gesehen, weil es mein eigener Dip war hier. Ist ja nicht so schlimm. Wir sehen jetzt, glaube ich, gleich nochmal 2 Dips und 2 auf die gleiche Rathausstufe. Also auf Rathausstufe 14 dann müsste das eigentlich sein. Und auch für mich ist diese Angriffsstrategie hier mit den Queen Charge Lalu immer noch so ein bisschen Gekrampfe. Was jetzt, na, ich will nicht sagen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber okay, ja. Obwohl der Unsichtbarkeitszauber gar nicht mal so schlecht war. Der war gar nicht mal so schlecht. Da hat die Queen zumindest nicht mehr auf mich geschossen. Und ja, aber manchmal. Ich tue mich immer noch sehr, sehr schwer mit dieser Angriffsstrategie, obwohl sie eigentlich nicht so ultra schwer ist. Man muss nur so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, die Coolness bewahren. Hier einfach die Loons nehmen,
drei Stück immer pro defensive Einheit, dann fliegen die schon zusammen. Und da muss man einfach nur, ich nenne es mal so, die Coolness bewahren. Ne? Aber ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, ich nehme das jetzt auf und jetzt ist es wirklich kurz vor Ende, also nicht kurz vor Ende, sondern ich hätte jetzt noch 5-6 Stunden Zeit gehabt, das aufzunehmen. Allerdings, wenn der Klankrieg, der laufende, jetzt vorbei ist, dann sind auch diese Wiederholungen raus. Und wenn womöglich diese Woche noch ein Update kommt, dann sind die Wiederholungen wahrscheinlich sowieso alle weg. Also besser jetzt mal was, noch ein paar schöne Angriffe für euch festgehalten. Und diesmal aber mit hingucken, nicht ohne hingucken, diesmal mit hingucken. Und aber hat das schön gemacht, der Thorsten hier. Am Ende war es doch ja, nicht, es ist nicht sehr deutlich. Ich meine, auf dem 12er, auf dem 13er Rater Stufe 3 muss es eigentlich ein bisschen besser laufen, muss ich dazu sagen. Und wir gucken mal rein. Kriegsergebnisse, der Ludwig hier hat auch gedippt. Ist aber nicht schlimm. Der konnte sogar, obwohl der Ludwig hier ist, unsere Nummer 4, das ist noch ein 13er, ne? Der ist noch 13. Müsste ich jetzt nachschauen, oder? Er ist ein 14er und hat noch keine Pets, das kann auch sein. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich werde es gewahr, wenn wir jetzt in der laufenden Liga sind und hier habe ich, glaube ich, 99% drauf gemacht mit dem Avatar oder so. Also auch ärgerliche Angriffe hier für mich gewesen. Und viele Angriffe waren hier so knapp an diesem Spieltag. Aber hier mit den großen Drachen, die werden ja jetzt bekommen einen kleinen Nerf, also sie werden etwas schwächer gemacht und feuern auch nicht mehr ganz so viele Teils, heißt es da immer Felder. Mal sehen, ob das große Auswirkungen auf diese Truppe hat oder eher kleine Auswirkungen auf die Truppe. Ich kann eigentlich auch nach vorne gucken. Denn da ist das Ganze ja auch. So. Und da ist es sicherlich, das bleibt abzuwarten, ob das große Auswirkungen hat oder nicht. Supercell hat auch auf Twitter gefragt, im Laufe der Sneak Peeks, ob das vielleicht doch der große Game Changer hier ist. Die jetzigen Balanceänderungen, die wir erfahren und oder aber ob die Drachen immer noch so, ich finde sie nach wie vor sehr, 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 sehr stark. Ich habe auch mit einem Rathaus 12 in dieser Woche damit angegriffen, mit dem Alex-Account und hab dort nur ein Timefell hingelegt, weil sie sind halt auch sehr langsam. Sie sind halt sehr langsam, das muss man mit einplanen. Wenn man in die Angriffe reingeht und dass man die zeitnah setzt, denn wie gesagt, die brauchen sehr, sehr lange, aber ihr seht das selber, die pusten auch richtig, richtig heftig. Mal so ein Lager weg, das ist zweimal gepustet, dann ist das weg von drei Drachen. Und so hat er das eigentlich ganz, ganz gut gemacht hier. Der Warden ist auch noch am Start. Oh, das ist doch noch ganz schön eng geworden da. Der Single gibt jetzt alles, aber es reicht halt nicht. Der muss halt auch aufladen und der Warden richtet es denn hier hin. Sehr, sehr schön. Ein Angriff, den ich nicht gesehen habe. Und wir gehen in die Kriegsereignisse rein. Herr Max, 3 auf 5. Das ist kein Dip. Das ist kein Dip. Und den habe ich, glaube ich, auch gemacht, meine ich, mit, weiß ich gar nicht, 96% oder so. Ich hatte eigentlich erst gedacht, das Ding kann man eigentlich Hawks Only machen, indem man oben zwei Yeti setzt, zwei Ice Golems davor, ein paar Helden. Und ich glaube, so habe ich das auch gemacht und dann irgendwo den Charge laufen lässt, aber beziehungsweise den Hybrid laufen lässt. Aber er hat sich hier zum, ich nenne es mal so, lupenrein Hybrid gezwungen. Die beiden Helden laufen da oben immer noch so planlos rum, sehe ich jetzt gerade. Und die Queen macht schon mal ganz in Ruhe hier das Rathaus. Jetzt dreht sie sich erst nochmal um zu den Skeletten. Das ist auch mal sehr nervig. Aber er hat jetzt auf jeden Fall nichts mehr auf seinen Heilern drauf. Und unten mit der neuen Belagerungsmaschine ist das auch echt nett gemacht. Nein, du bleibst da unten sitzen. Wollte hier gerade schon wieder mit hoch. Dieser böse, böse Riese.
Okay, also auch noch nicht gesehen, wie er das gemacht hat hier. So kann man es machen, falls ihr dieses Game Design nochmal seht. Oder ihr müsst es vielleicht sogar angreifen und habt keinen Plan. Der Plan von Max ging hier in jedem Fall auf. Und die richtige Wahl, ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch ein Hybrid gespielt, aber ich bin tatsächlich unten mit allen Helden reingegangen, habe mir das Rad rausgeschnappt und bin dann erst mit meinem Hybrid hier reingegangen. Er hat in der Belagerungsmaschine Morhawks, also wenn man schon Hawks nimmt, dann soll man auch gleich Morhawks nehmen, also einfach mehr Hawkrider mitnehmen. Und ich muss mal gerade sehen, oh, hier wird der Scattershot noch repariert, aber auch für Max ist das natürlich hier, ich nenne es mal so, eigentlich ein Dip, weil die gesamte Rathaus-Base hier ist noch nicht so stark ausgebaut. Deswegen kann man das, glaube ich, immer noch unterm Dip zählen. Allerdings, Dips müssen auch funktionieren und ich denke mal, ihr kennt das auch aus eigener Erfahrung, das funktioniert auch nicht immer. Also man darf sich da nicht so ultra sicher sein, wenn man nur eine Rathausstufe runterdippt. Ich meine, zwei Rathausstufen, das haben wir beim vorherigen Gegner gesehen, da ist ein 14er auch mal an einem 12er gescheitert, nämlich mit einem Timefail. Und last but not least hat der Nachtschatten dann hier den Vogel abgeschossen, nochmal mit 3 Sterne, aber auch mit einem Dip. Aber ich meine, okay, so entwickelt sich natürlich auch ein Clankrieg. Erstmal greifen fast alle so ein bisschen in ihrer Range an und danach guckt man natürlich, wo kann ich was rausholen. Und da liegt es natürlich nahe, dass du dann mit deinen höheren Rathäusern auf die etwas niedrigeren Rathäusern gehst oder du gehst halt generell eine Stufe runter. Ich weiß nicht, da gibt's ja ganz, ganz viele Konzepte in den verschiedenen Clans, wo von Anfang an, sage ich mal, eine Stufe runtergegangen wird und also oder -2 gleich, also nicht -2 Stufen, sondern -2 im Ranking, im Matchmaking. Und aber wie gesagt, da scheiden sich auch die Geister, wie man das letztendlich macht. 25% hat er alleine nur mit der Blimp hier mal wieder rausbekommen. Und hier mit Sui, ja, ich meine, nicht ganz Sui, er hat ja ein bisschen, das Pony heilt demnächst nicht mehr ganz so viel. Also auch da eine kleine Schwächung, Pony heilt nicht mehr so viel. Ich glaube, die suchende Luftmine war es, die etwas mehr Damage jetzt demnächst macht. Es wird sicherlich schwieriger für Luftangriffe, also auch zum Beispiel für die Drachen, die wir eben gesehen haben, wenn die Luftminen nochmal ein bisschen DPS mehr machen, also ein bisschen mehr Schaden verursachen. Und dann sind das vielleicht so die kleinen Dinge, die hier so ein bisschen so das Ranking oder halt die Meta so ein bisschen aufrechterhalten. Ja, es sind so die wirklich ganz kleinen Dinge, wo du manchmal nur eine ganz minimale Sache eigentlich verkonfigurierst. Sagen wir mal, ich nenne mal ein dummes Beispiel. Der Luftfeger fegt jetzt 0,5 Felder mehr weg. Ja, das wäre ein Gamechanger, glaube ich, wenn der noch eher anfängt zu pusten, gerade für die Luftangriffe hier. Ich denke mal, es sind immer so wirklich die ultra, ultra kleinen Dinge. Aber ich habe es jetzt vor euch festgehalten. Ich habe jetzt auch hingeguckt. Ich habe mich getraut, okay. Im Clankrieg traue ich mich das echt nicht. Und naja, haben wir schön gewonnen hier. Wir haben uns erst beeindrucken lassen von deren Stärke zu Anfang, sind dann aber echt gut zurückgekommen und haben dann auch gesehen, wir können das Ding reißen, weil der Gegner halt bei uns oben 3 Bases noch offen gelassen hat. Und wir hatten dadurch, dass Toto hier oben auf Nummer 1 auch gleich einen Dreier hingelegt hatte, schon, ich sag mal so im ersten Wurf, haben wir nur 2 Bases aufgelassen. Ist natürlich echt top. Die Meute hat hier eigentlich ein Perfect War gefordert. Hätten wir auch, glaube ich, geschafft. Aber hätte Fahrradschlauch, ist nicht so gekommen. Ist nicht so schlimm. Okay, wir stehen jetzt kurz vor der Liga, Leute. Das Video hier kommt jetzt einfach so irgendwie für euch. Unter Umständen gibt es ja diese Woche noch Update-Videos oder was auch immer. Da bleibt in jedem Fall an meinem Kanal dran. Das würde mich sehr, sehr freuen. Denkt dran, wenn ihr euch den Pass kauft. Ich habe mir den Pass noch nicht gekauft. Ich kann mir den Pass jetzt aber einfach holen, weil ich ihn mir eben geholt habe. 3 Stück mal wieder im Store. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt sieht. Wenn man hier hingeht, warte mal, verbunden. Und da, ach doch, man sieht die Anzahl. Da oben steht eine 4. Also ich habe 4 Goldpässe jetzt. Das passt denn für Mai und für Juni für Thorsten und Avatar. Und dann werde ich mir den Goldpass gleich mal holen. Anfangen, den Goldpass zu spielen. Und die Goldpass Rewards
Die stelle ich euch einfach in einem nächsten Video vor. Oder ihr seht es ja sowieso selber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns ganz sicher auch mit sehenden Augen und mit hinguckenden Augen hier auf die Clash of Clans Dörfer wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto. Clashed.